endet hier. Euer Schicksal ist es. Wir werden das Schicksal bestimmen. Wir werden es wieder gut machen. Geht jetzt durch das Tor! Schnell! Der Tod wartet. Sollten wir versagen, würden Reich und Realität bitter dafür bezahlen. Kommt, Sie können uns den Weg weisen. Der Weg ist frei. Der Tod fordert die Seele eurer Welt. Alles, was ihr seht und kennt, wird zunichte gemacht. Und nun, der Wächter erlebt das Ende der Ewigkeit. Juke und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seit gestern ist der neue Patch Ende der Ewigkeit da. Was euch im neuen und vermutlich letzten Patch erwartet, erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Let's go! Seit gestern ist der neue Patch 9.2 draußen. Dieser Patch gibt uns viele neue Inhalte. Viele neue Abenteuer, Erfolge, Questen, Dailies und vieles mehr. Denn in diesem Update ist es bald möglich, mehr über den Kerkermeister zu erfahren und ihn im baldigen Raid zu besiegen. Vermutlich ist es auch der letzte Patch in dieser Erweiterung. Sobald ihr euch eingeloggt habt, öffnet sich ein Fenster, wo ihr eine Quest annehmen könnt. Dabei schickt euch der Primus nach Oribos. Dort fängt eure Quest an, um nach Seraph Mortis zu gelangen. Seraph Mortis ist ein neues Gebiet, so wie im letzten Patch Cortia, aber nur größer. Seraph Mortis findet ihr auf der Shadowland-Karte unten rechts. Seid ihr in Oribos angelangt, müsst ihr zum Raum der Pakte, dort fängt die Questline an. Dank dem Schlundgänger wurden die Pakte erneuert. Doch ein Siegel steht noch aus, um Soval zu verfolgen. Das der Richterin. Obwohl sie in der Finsternis verloren ist, singt ihre Stimme noch in uns. Gesegnet sei ihre Stimme. Gemeinsam manifestieren wir das letzte Siegel. Dies ist unsere Vorsehung. Hinter diesem Tor liegt Seraph Mortis, das Reich der Ersten und das wahre Herz der Schattenlande. Fremden ist der Zutritt verboten, selbst dem Pantheon des Todes. Aber der Kerkermeister darf nicht in das Mausoleum eindringen. Die Reise birgt Gefahren. Doch ich weiß, dass ihr euch diesen stellen werdet. Gebt uns nach eurer Ankunft Bescheid. Und die Truppen der Pakte werden folgen. Viel Glück. Primus, ich bitte euch ebenfalls in das Unbekannte reisen zu dürfen. Die Archon wäre stolz. Ihr habt meinen Segen. All eure Vorbereitungen vergebens. Nafresim! Vorwärts, Schlundgebundene! Vernichtet sie! Reitet auf dem Wurm in den Kampf! Schnell!
Jetzt fängt die Questline an. Ihr müsst, wie ihr seht, zuerst mit einem Wurm die Gegner besiegen und fallt am Ende auf einen Schattendrachen, den ihr danach wieder unter Kontrolle bringen müsst. Danach fliegt ihr durch das Tor nach Seraph Mortis. Willkommen im neuen Gebiet Seraph Mortis. Hier gibt es nun viele neue Gegner, Questen und andere Abenteuer. Kleine Info am Rande. Jedes Mal nach einer neuen Map ist der Raum von Seraph Mortis am Laggen wie Sau. Es ist nicht wirklich angenehm, dort zu questen. Daher empfehle ich euch, noch etwas zu warten, bevor ihr mit Seraph Mortis beginnt. Bis die ersten Spieler da eingespielt sind und die neue Map gut ausbalanciert ist. Hier könnt ihr nun neue Questen machen und beginnt damit, ein Portal nach Oribos zu öffnen. Da es leckt wie Sau, habe ich schon aufgehört und werde es morgen erneut versuchen. Wie findet ihr den neuen Patch? Seid ihr da schon weiter als ich? Schreibt es mal in die Kommentare. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert kostenlos meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und schaut auch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Die Links sind in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, Juke, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!